Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video von unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind unterwegs und ich bin völlig fix und fertig, denn wir sind wo? In Marburg, und zwar auf der Burg. Genau. Oder aus dem Schloss, wie auch immer. Da hat er mich hochgetrieben und mehr Informationen gibt's wann? Nach dem Intro. Bevor wir jetzt wieder zurück an das Schloss in Marburg schalten, natürlich von uns ein frohes, gesundes neues Jahr 2023. Natürlich, genau. Wir wünschen euch, dass eure Träume in diesem Jahr in Erfüllung gehen. Für die, die auf ein Wohnmobil warten und dies erst bekommen sollen, drücken wir die Daumen, dass alles glatt läuft und dass ihr eine wunderbare Zeit 2023 habt. Und jetzt geht es zurück ans Schloss und dann viel Spaß mit unserem Reisevlog unterwegs in Hessen, Marburg. Oh Gott, er filmt von unten, wartet. Ich muss das stramm ziehen, damit das nicht der Doppelke, ne? Ja, Marburger Schloss wurde im 11. Jahrhundert erbaut, wenn ich das so richtig jetzt ergoogelt konnte. Und ich bin eigentlich immer noch fertig, dass er mich hier hochgetrieben hat. Ich wollte hier nicht hin. Nicht hier hoch. Aber komm, es ist schön hier. Ja, denk daran, dass wir an den Punkt gucken müssen. Ich ahne nicht immer, ich gucke immer zu dem Punkt, der ist aber da. Ja. Ist immer irritierend. Richtig schön. Wir haben den zweiten Weihnachtstag heute, den 26. Dezember. Und wir nehmen es gerade nur mit dem Handy auf, weil wir sind so dösbattelig. Lassen die Kamera da, lassen die Mikrofone alle da. Also, tja, warum auch? Und dann denken wir uns, wir kommen so schnell gar nicht hier wieder her. Schöne Innenstadt, leider heute alles natürlich zu. Aber deshalb ist es auch leer und man kann es genießen. Und ich würde sagen, ihr seht jetzt schöne Impressionen, zusammengeschnitten von diesem Herrn hier von Marburg. Oh, ich darf wieder was machen. Du darfst auch mal was machen. Ja. Und dann sehen wir uns aus Teddy wieder. Da gibt es auch einen tollen Platz, aber das alles erst, wenn wir bei Teddy wieder sind. Wieder zurück im Wohnmobil. Der Spaziergang war schön. Ja, ich weiß gar nicht. Mal gucken, ob meine Uhr sagen kann, was ich für eine Aktivität hatte. Ich glaube, wir haben irgendwie 29 Treppenstiege oder irgendwie sowas. Also Etagen oder sowas. Keine Ahnung. 28 Minuten. Ja, 29 Treppensteige, 4,26 Kilometer. Ich habe ja kein Training aktiviert. Das ist wirklich das, was er gemessen hat. Es ist schon eine sehr, sehr, sehr schöne Stadt. Wir haben hier nur einen Teil davon jetzt gesehen. Einen Teil haben wir euch gezeigt. Ja. Ist ja immer die Animation, nach Marburg zu kommen. Genau. Also wir werden da ja nicht immer viel euch zeigen. Es gibt immer viele Sachen. Restaurants machen wir ja nicht, weil wir haben gesagt, 26. Dezember. Ihr habt bestimmt unsere Folge Weihnachten im Wohnmobil gesehen. Wir haben noch ein bisschen Essen vor uns und heute wollen wir ja die Suppe auch ein bisschen. Heute gibt es ja, wie heißt das, eine Hochzeitssuppe
Bagheera-Art, und zwar nicht die Light-Version, sondern die normale Version. Ja, genau. Ja, jetzt haben wir, es ist gerade mal 15:48, ist noch viel Zeit. Ich habe gerade mal ein paar Fotos gemacht, die blenden wir euch gerade ein von dem Stellplatz hier direkt am an den Sportanlagen, ist gar kein Schwimmbad, an den Sportanlagen. Und zwar haben wir hier ein paar Plätze, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, müssten das 7 oder 8 Stück sein. Kostet 12 Euro. Ihr braucht Münzen auf jeden Fall, es nimmt keine Scheine, ihr müsst auf jeden Fall Münzen nehmen. Oder ihr könnt über die App Easy Park, glaube heißt die, das nutzen. Aber Vorsicht, 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 da müsst ihr euch auch wieder ausloggen. Loggt ihr euch nicht aus. Steht nämlich am am Automaten dran. Bezahlt ihr immer weiter und weiter. Und bei der App müsst ihr sogar noch eine Gebühr von 1,80 Euro zusetzen. Ihr bezahlt ihr 13,80 und das geht weiter und weiter und weiter. Also idealerweise habt Münzen bei, das braucht man. Das ist leider schade hier. Wasser gibt es auch, das habe ich aber nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert. Vielleicht morgen noch. Und Strom 1 Euro, dafür gibt es 2 Kilowattstunden. Genau. Direkt an der B3, B3 ist das hier. Ja, man hört ein bisschen leicht die Autos, aber ich finde, das ist wirklich noch in Ordnung. Ja, das stört heute Nacht wird es ruhiger werden. Das sowieso. So, wir haben uns Dings aufgemacht hier. Unser Tablet hängt da schon auf dem... Was ist das, auf dem Tisch? Ja, ich kann ja mal zeigen. Vielleicht habt ihr das auch kurz erkannt, denn diese Tür ist eigentlich bekannt. Ja, das ist ein Weihnachtsfilm natürlich. Genau, wir gucken noch einen Weihnachtsfilm. Kevin allein zu Hause. Denn Stefan und Marcel sind allein im Teddy. Genau. Und ja, wenn wir das fertig haben, dann werden wir uns bald, aber sicher... ums Essen kümmern. Genau, auf unserem 3-Gänge-Menü. Und du wirst dann den Tisch decken. Ich werde den Tisch decken. Habe ich gestern auch gemacht. Genau. So, und jetzt mal die Kamera aus, wir gucken weiter. Wir gucken weiter. So, jetzt wird Essen gekocht. Na, mal sehen. Ja, du machst das ja jetzt, ne? Ich versuch's zumindest. Ja, ich komme nicht weiter. Nee? Nee, du stehst davor. Dann gehe ich dem aus dem Weg. Also irgendwie stehen die Leute im Weg. So? Ja. Die muss ich gleich nochmal wegstellen. Tja. Damit wir das machen können. Also wir räumen hier jetzt alles. Also ich werde jetzt Tisch decken. Stefan macht jetzt die Suppe fertig und schon Teil des Hauptgerichtes. Das Einzige ist, das Eis ist so gut wie fertig. Draußen regnet es wieder wie Hulle. Aber es stört uns nicht. Naja. Weil wir sitzen warm. Beleuchtung haben wir auch hier an. Und ja, dann würde ich sagen, melden wir uns, wenn das Hauptgericht fertig ist, oder? Ja. Hauptgang ist serviert. Vorspeise ist damit abgeschlossen. Genau. Foto von der Hauptspeise blende ich euch gerade ein. Mhm. Und ja, wir sind wieder unterwegs gewesen. Wir sind durch so viele Dörfer gefahren, aber... gibt's nicht. Es gibt ja keinen Kartoffelstand. Genau. Also ich kenne das bei uns. Ich glaube selbst in Eichsel ja, die Ecke. Wir sind glaube ich Kartoffelregion. Ich glaube, dass es daran liegt. Dass... Aber Frage an euch. Kennt ihr das? Diese Kartoffelstände, wo man einfach nur eine Dose hat, wo man Geld reinwirft, dann nimmt man sich einen Sack Kartoffeln. Ist das so unbekannt? Also wir sind hier in Hessen. Irgendwelche Hessen unter unseren Zuschauern, kennt ihr sowas auch? Also hier gibt es Eierautomaten, das haben wir gesehen. Hier gibt es auch Milch und Milchautomaten. Aber Kartoffeln haben wir nichts gesehen. Deshalb, das würde uns mal interessieren. Und so lange trinken wir einfach was aus Traubensaft. Genau, in diesem Sinne. Zum Wohl. Zum Wohl. Mahlzeit. Dann lassen wir uns mal schmecken. Und schon ist alles wieder... ist der Zauber wieder vorbei, ne? Der Zauber vorbei. Ja, die Lichter gehen bald aus. Tannenbäumchen ist aus. Ja. Zum letzten Mal Weihnachtsmusik gehört. Da ist Weihnachten schon wieder vorbei. Naja, aber war schön. Ja, das war... Fazit aus dem Wohnmobil auf jeden Fall ist eine schöne Sache gewesen.
gemütlich gewesen, entspannte Zeit. Ja, kann man nicht meckern. Ja, hier jetzt auf jeden Fall am zweiten Weihnachtstag kann man sagen, in Marburg sind alle Plätze voll, also alle 8 Stück, die wir jetzt gesehen haben, beziehungsweise der Nachbar ist noch frei, aber da würde nur ein Bulli auch hinpassen. Ja, ein kleines Fahrzeug. Und man muss sagen, als wir hier angekommen sind, war nicht einer da. Ja, also da waren wir die Ersten. Stück für Stück, jetzt wird es wieder voller. Zwischen den Jahren, denke ich mal, wird das ein oder andere auch passieren. Das denke ich es auch. Es ist auch mehr offen. Ne? Corona ist nicht mehr so beschränkt mit Tests und dies und jenes. Also es hat sich viel getan. Ja. In dem Bereich. Wir sind gespannt, wie die weitere Reise dann verläuft, wo wir dann hinkommen, genau. Ob wir Plätze kriegen. Das denke ich mal schon, denn wir fahren jetzt nicht die Hotspots an, die man sonst immer anfährt, sondern wir suchen unsere Plätzchen schon. So sind wir in Marburg gelandet. Ja. So sind wir im Baunatal gelandet und so landen wir morgen, wer weiß, wo wir landen. Gucken wir mal. Vielleicht ein bisschen Ecke Gießen. Das war ja eigentlich der heutige Plan. Aber das ist dann nicht so weit von hier auch. Genau, also wir merken schon, Stück für Stück fahren wir so weiter runter. Morgen haben wir einige Sachen zu erledigen. Wir fahren auch in so einen rot-weißen Laden. Hat jetzt nichts mehr mit Weihnachten zu tun. Wir werden aber nichts dazu berichten, denn das wird halt ist ein Job, den wir erledigen müssen. Ne? Genau. So ist das. Ein positiver Job, so ein Weihnachtsjob, so nachher. Deshalb rot-weiß. Ja. So, wir gehen jetzt nach hinten, gucken noch ein bisschen fern. Deshalb sagen wir für heute gute Nacht und morgen geht's nochmal weiter hier in Marburg. Richtig. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es schon, ich wüsste es, wenn ich meine Uhr um hätte, um 11 Uhr, 10.30 Uhr haben wir es. Also ich wollte gerade sagen, halb elf. Halb elf ist es schon. Ja, wie haben wir hier genächtigt in Marburg am Stellplatz zu den Sportanlagen? Ich kann nur sagen, es war sehr ruhig. Also diese Bundesstraße, die da ja vorbeiführt, ist also in der Nacht nicht zu hören. Ich habe da nichts von gehört. Ehrlich? Ich habe tatsächlich ab und zu was gehört. Das liegt aber daran, dass ich zurzeit einen sehr nicht erholsamen Schlaf habe, was so die Nacht angeht. Ich werde so immer so ab 4 Uhr, dann schlafe ich dann ein und dann ist dann höre ich auch nichts mehr. Ah. Also wenn man tief und fest schläft, hört man eigentlich nichts. Und wie gesagt, was ich gehört habe, waren dann die LKWs, weil die haben halt einen größeren Abrieb auf den... Abrollgeräusche. Ja, das hört man einfach. Und dementsprechend ist das so. Sonst ist es wirklich schön ruhig hier, kann man sagen. Ist ein Platz, der zu empfehlen ist. Und er ist wirklich absolut citynah. Ja. Du läufst einfach nur den Weg dort so runter. Und dann kommst du direkt zur Lahn, ist das, ne? Genau, der Fluss, die momentan die heißt die Lahn, genau. Die sehr voll gerade ist. Wie alle Flüsse im Moment. Genau, und da läufst du einfach dann nur, man sieht dann schon die Burg oder das Schloss, da läufst du einfach hin und schon ein bisschen in der Innenstadt. Also da gibt es auch Geschäfte, da gibt es ein Center wie klassisch, Rewe ist hier ganz ums Eck, also Einkaufsmöglichkeiten gibt es hier auf jeden Fall. Eins kann man allerdings sagen, wer natürlich schlecht zu Fuß ist, kann nur in der Unterstadt bleiben, weil es geht ordentlich den Hang hoch, man muss da schön... wenn man in die richtige Altstadt will, dann muss man schon ganz schön hoch. Ja, sehr hoch. Aha. Sehr, sehr hoch, Gengas. Aha. Ich habe öfters gesagt, ich will nicht, aber es interessiert den Mann nicht. Also ab und zu interessiert ihn das partout nicht. Ja, man muss ja auch mal was erleben können. Außerdem wollten wir euch ja auch was zeigen können. So, es fängt mal wieder an zu regnen. Ja. Das ist wohl das Typische zur Zeit, was das Wetter, die Jahreszeit beginnt, wobei wir letztes Jahr besseres Wetter hatten, muss man sagen. Da gab es weniger Regen. Aber und eben schien sogar noch die Sonne, also es ist sehr komisch wieder. Ja, wie immer. So, wir machen uns jetzt hier fertig. Das heißt, mehr gibt es aus Marburg leider nicht zu sehen. Ist vielleicht ein relativ kürzeres Video als sonst unser Reisevlog sind. Aber es heißt, was müssen wir machen? Abonnieren? Oder was dann hierher kommen? Ah. Wir haben Stromausfall. Er hat den ganzen Strom verbraucht. Habt ihr gerade die Leuchte gesehen? Vielleicht auch. Mal sehen, ob du das hinbekommst. Mach dir mal bitte hier dann in dem Moment so eine Glühbirne hin. Das weiß ich nicht. Weil du schneidest ja das Video. Ich lasse mich dann überraschen, was er daraus gemacht hat. Ah. Ja, und dann würde ich sagen, wenn ihr hierher kommt, dann schickt uns gerne mal auch ein Foto bei Instagram, wie ihr hier seid. Das, wie gesagt, wir sind ja bei Instagram, Facebook. Ne? Also da könnt ihr uns gerne mal was schicken. Ja. Und dann würde ich sagen, schreibt euch mal oder schreibt mal hier unter den Kommentaren, die schon in Marburg waren, was haben wir verpasst? Also naja, was hätte alles man konnten auch, wir ja auch nicht sehen. Deshalb, was müssen wir unbedingt nochmal gesehen haben, wenn wir hier nochmal wiederkommen kehren? Denn das wollen wir auf jeden Fall nochmal tun. Ja.
Deshalb wäre es ganz gut, wenn ihr Tipps habt, dann gerne runter in die Kommentare. Hilft ja allen. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Wait for the night. Stand here a while. Take a little time. Since you went away, you came to a halt.